Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Favoritenvideo von mir. Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit, nach der langen fast Winterpause euch so ein paar Artikel aus meinem Leben zu präsentieren, die mein Leben ein bisschen schöner oder leichter machen. Ich habe keinen Rabattcode für euch, alles was ihr seht, habe ich selber gekauft. Trotzdem kommen die Empfehlungen von Herzen und ich freue mich natürlich, wenn für jeden was dabei ist. Heute geht es so ein bisschen um Beauty, um Mode, um Technik, aber natürlich auch ein, zwei Buchtipps habe ich für euch dabei, also los geht's. Ich starte mit etwas Ungewöhnlichem, was ich noch nie, glaube ich, präsentiert habe in meinen Favoritenvideos, nämlich Schuhe. Schuhe, und zwar zum einen diese Wanderschuhe. Ich nehme sie jetzt mal nicht ganz so viel in die Hand, ich zeige es euch in der Nahaufnahme. Die Wanderschuhe von CMP. Wanderfreunde und Wanderexperten unter euch werden jetzt natürlich aufschreien und sagen, halt, das sind keine richtigen Wanderschuhe. Ich nenne sie auch gern liebevoll Trekking-Turnschuhe. Mir geht es darum, für alle die, die sagen, ich will jetzt nicht einen Haufen Geld ausgeben für teure, hochwertige Wanderschuhe, aber ich möchte auch mal mit den Kindern einen längeren Spaziergang machen. Ich möchte durch den Wald gehen und im Urlaub mal auch mich mal ein bisschen dreckig machen mit Schuhen, die auch was abkönnen und was vertragen können. Denen wollte ich gerne diese Trekking-Turnschuhe präsentieren von CMP. Die sind wirklich robust gearbeitet. Sind waterproof, also wasserfest und wirklich gut zu schnüren. Also sie braucht nur ein bisschen, um sich so einzulaufen, um ein bisschen weich zu werden und an den Fuß sich zu gewöhnen. Jetzt bin ich aber echt froh, dass ich sie habe und freue mich auf den Frühling und die nächsten Wandertrips. Das andere Paar Schuhe habe ich euch auf Instagram schon präsentiert, als ich sie ganz frisch hatte. Mittlerweile habe ich sie ein paar Wochen in Gebrauch und kann sie euch guten Herzens auch wirklich weiterempfehlen, nämlich von Panama Jack, diese kleinen Stiefelchen hier. Die sind im Moment noch runtergesetzt. Ich hoffe, dass sie auch noch im Sortiment bleiben, weil ich denke, das sind so evergreen, zeitlos schöne Winterstiefelchen, die eigentlich nie aus der Mode kommen. Und ich bin ja eh nicht so der modische Trendtyp. Bei mir halten die Sachen meistens einige Jahre, die ich mir kaufe. Und hier bei diesen hier, made in Spain, also in Europa gefertigt, bin ich mir auch ganz sicher, dass sie lange halten und dass sie schön warm halten, weiß ich jetzt auch. Also wer sich schon mal eindecken will im Sale für den nächsten Winter, dem kann ich die Panama Jack auch total empfehlen. Bevor es jetzt gleich weitergeht mit Beauty und Buchtipps, noch kurz zwei Techniktipps, die ich euch auch gerne weitergeben möchte. Ich weiß, einige von euch haben es vielleicht schon gesehen in meinen Blog-Videos, wenn ich so ein bisschen davon berichte, wie ich im Homeoffice arbeite. Videokonferenzen sind ja mittlerweile gang und gäbe und ich nutze dafür gerne dieses kleine Mini-Ringlicht, das ist mit einem USB-Stecker an den Laptop anzuschließen und ihr steckt das einfach direkt über eure Laptop-Kamera drauf, sodass das Ringlicht auch eigentlich an der richtigen Stelle positioniert ist, euer Gesicht vernünftig ausleuchtet, also ihr könnt euer Gesicht in verschiedenen Helligkeitsstufen und Grelligkeitsstufen beleuchten, also eher bläuliches Licht oder eher rotes Licht. Das kann man alles justieren. Und für kleines Geld ist dieses kleine Gimmick wirklich super hilfreich, finde ich. Lässt sich locker in der Schublade wieder verstauen oder auch mal im Rucksack mitnehmen, weil ich habe es jetzt bestimmt schon ein gutes Jahr in Gebrauch und bin damit super zufrieden. Der andere Techniktipp für die Arbeit oder für das Arbeiten am Laptop ist tatsächlich eine Empfehlung gewesen von einem meiner Kollegen, der gesagt hat, nimm doch diese Maus, die ist wirklich gut. Und zwar von Logi die MX Anywhere 3. Sie könnt ihr an drei verschiedene Laptops anschließen. Das heißt, wenn ihr verschiedene Laptops ansteuern wollt, könnt ihr einfach unten so ein Knöpfchen drücken und dann springt die Maus quasi auf einen anderen Laptop drauf und hält vom Akku her ewig, ist super in der Hand, super leicht zu verstauen. Und ich habe sie immer jeden Tag jetzt mit dabei, wenn ich zur Arbeit gehe oder wenn ich zu Hause arbeite am Laptop. Dann habe ich die immer mit dabei und ich finde, eine gute Maus ist echt Gold wert, weil man arbeitet einfach sehr viel damit. Jetzt kommen wir kurz zur Kinderliteratur. Dafür sind meine Favoritenvideos, glaube ich, auch bekannt, dass ich immer auch Kinderbuchempfehlungen gerne weitergebe. Diesmal etwas für unser Vorschulkind bzw. das Kind, was jetzt in die Einschulung antritt oder zur Einschulung antritt. Ich habe es auf dem Blog schon aufgeschrieben, einen Blogpost zum Thema Geschichten zur Einschulung, also wirklich erzählte Geschichten von Kindern, die Mut brauchen, die mit ein bisschen Humor an die Sache rangehen wollen oder die vielleicht auch Bauchkneifen haben, wenn es um die Einschulung geht, die einfach so eine Geschichte brauchen, die so ein bisschen die Vorstellungskraft anregt, wie es mit der Schule sein könnte.
Und der Klett-Kinder Buchverlag war so freundlich, mir diese Rezensionsexemplare zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich bin da nicht bezahlt worden, aber ich bekomme die Bücher, um sie für euch auszuprobieren. Und ich muss sagen, auf diese Buchreihe ist der Karl super angesprungen, weil er hier von Kindern gehört hat, die den Kindergarten echt langweilig fanden und sich im Kindergarten wirklich gelangweilt haben und sich jetzt auf die Schule freuen, dass sie endlich mal was lernen dürfen. Dann müssen sie feststellen, dass in der Schule aber ja auch erstmal nur Bilder gemalt werden und das finden die Kinder auf jeden Fall auch langweilig und deshalb protestieren sie. Und mit so ein bisschen Humor wird die nette, zwar nette Klassenlehrerin, aber sie wird ein bisschen herausgefordert von den Kindern. Und die Gruppe ist auch relativ divers beschrieben. Das sind unterschiedliche Kinder. Jeder hat so sein Problemchen oder sein Thema. Und ich finde es total goldig geschrieben und den Karl hat es voll abgeholt, sodass wir auch gleich noch die wilden Schulzwerge Teil 2 gelesen haben, nämlich die Klassenfahrt. Das ist ja was, was bei uns zu Beginn der 3. Klasse ansteht. Und der Karl hatte auf jeden Fall damit schon davon schon gehört, dass Klassenfahrt ein Thema ist bei ihm auf der Grundschule. Und dieses Buch ist ähnlich wie das erste natürlich auch total süß beschrieben, die gleichen Charaktere. Und deshalb kann ich euch das empfehlen. Wenn ihr noch weitere Geschichten und Mutmachergeschichten rund um das Thema Vorschule, Einschulung, Schulbeginn hören wollt, schaut auf jeden Fall mal in meinen Blogpost rein. Ja, meine Tochter ist eher so auf der Seite der Magie, also alle magischen Geschichten, seien es die Schule der magischen Tiere, ist natürlich ganz weit oben auf der Liste, ähnlich wie Harry Potter. Ich habe euch auch schon oft Bücher präsentiert, die sich um das Thema drehen. Vielleicht fasse ich die auch mal in einem Blogpost zusammen, dass ich alle unsere magischen Buchfavoriten mal auf einen Blogpost schreibe, dann könnt ihr euch die da nochmal anschauen. Wir sind jetzt im Moment bei der School of Talents, auch davon gibt es mehrere Bände. Wir haben jetzt Teil 3 ausgelesen, Monster in Sicht, und sind jetzt gerade bei Teil 4 dran. Und das ist auf jeden Fall, sage ich mal, 2., 3. Klasse, ist das total gut zu lesen. Ist, glaube ich, auch mit Antolin-Punkten, wie eigentlich alle Bücher mittlerweile mit Antolin-Punkten behaftet sind, aber das nutzen wir nicht so sehr. School of Talents ist auch wunderbar geschrieben. Ich finde es immer super angenehm und ich habe mittlerweile auch ein paar Bücher, Kinderbücher bekommen, wo ich gesagt habe, da finde ich einfach den Schreibstil sehr anstrengend und sehr schwierig mitzugehen, weil wir lesen ja immer im Wechsel. Die Marie liest ein Stück, dann lese ich ein Stück und wechseln wir uns abends immer so ab. Und School of Talents ist erstmal vom Schreibstil sehr schön. Und dann dreht es sich halt um Kinder, die in so einem magischen Internat leben, ja, also ganz klassisch auf einer einsamen Insel, ein magisches Internat. Jedes Kind hat ein besonderes eigenes Talent, das finde ich auch sehr schön, weil es halt so ein bisschen herausstellt, dass jedes Kind ja eine Besonderheit hat, auch im echten Leben. Und hier ist es eben auch so und die Kinder erleben besonders aufregende magische Abenteuer, die sie so ein bisschen herausfordern und ein bisschen Mut erfordern. Kann ich euch absolut empfehlen, finde ich wunderschön geschrieben und ist ein absolutes Highlight bei uns im Bücherregal. Meine beiden Beauty-Favoriten sind unterschiedlicher Art, aber gehören zur dekorativen Kosmetik. Zum einen von Essie, den Essie Love. Ich muss sagen, mich hat als erstes im Regal die Farbe gecatcht, also da bin ich drauf aufmerksam geworden. 80% plant-based hört sich natürlich auch immer ganz gut an, letztendlich ist es aber und bleibt Nagellack, da müssen wir uns nichts vormachen, glaube ich. Ich habe die Farbe Free in Me Nummer 50, ich verlinke sie euch, falls ihr diese in eurem Drogeriemarkt nicht finden solltet, verlinke ich sie euch online. Ich finde das eine super angenehme Farbe, weil sie so ein frühlingshaftes, fröhliches Rosa hat, aber ja, nicht zu sehr in dieses Pink, Neon-Pink geht, sondern eher noch so ein gedecktes Rosa, aber doch kräftig genug, dass es schön hell ist und finde ich total gut. Lässt sich ganz gut aufschichten, also ich nehme meistens 2 Schichten, ich habe aber auch jetzt diesmal nur eine Schicht genommen. Das funktioniert auch mit einem Topcoat obendrauf, das mache ich ja immer eigentlich, kann ich euch total empfehlen. Zweiter Beauty-Favorit ist ein Lippenstift von Art Deco. Und ich muss zugeben, ich habe so eine kleine Schwäche dafür, Lippenstifte zu kaufen, in der Hoffnung, dass es das perfekte Nude, etwas mehr als Nude, kräftige Farbe, die passt zu mir, ist. Aber zu Hause dann festzustellen, die Farbe ist doch zu knallig oder der Lippenstift
macht mir krauselige Lippen am Ende des Tages und die Lippen fühlen sich irgendwie gestresst an am Ende des Tages und es hält alles nicht. Beim Art Deco hier, ich habe die Nummer 30A, ich verlinke ihn euch mal in der Infobox, damit ihr wisst, wovon ich rede. Der hat so eine Art, ja, so eine Art Pflegekern in sich in der Mitte. Ich sag mal so, es ist jetzt kein Labello, der euch oder keine Bepanthen-Creme, die euch total die Lippen mit Feuchtigkeit verpflegt. Aber man merkt schon, das sagte ich ja gerade am Ende des Abends oder am Ende des Tages, dass die Lippen echt sich noch ganz okay anfühlen. Also ich finde, das ist ein guter Nutzwert. Die Farbe 30A finde ich total angenehm für mich persönlich. Das muss natürlich jeder für sich selber rausfinden. Ich wollte euch den aber trotzdem mal vorstellen, weil ich glaube, Art Deco ist nicht so bei jedem auf dem Schirm. Und ich kann ihn euch absolut empfehlen. Wenn ihr die Links zu den Produkten sucht oder meine Blogposts, dann klickt hier unter dem Video auf Mehr. Dann geht dieses Textfeld auf, die sogenannte Infobox. Da stehen alle Informationen für euch hinterlegt. Da könnt ihr alles ablesen, auch wo ich auf Pinterest bin, wo ihr mich sonst noch findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ich da auf der richtigen Spur bin. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.